Was macht eigentlich die Frankenbeute? Ja, hallo meine lieben Bienenfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Kurzvideo hier auf nordbiene.de. Wir haben 20 Grad im Schatten, schönes Licht heute und da können wir uns gemeinsam mal das Volk in der Frankenbeute anschauen. Ja, du bist auch wieder dabei, ganz fantastisch. Ich habe hier schon längere Zeit nicht mehr reingeschaut. Das Volk, das sitzt auf zwei Zargen, eine Brutzarge, eine Honigzarge und oben eine Leerzarge mit einer Futterwanne drin. Da war noch ein bisschen Restfutter in Bruchwachs, in Bruchwaben. Ich habe hier lange Zeit nicht mehr reingeschaut und das machen wir jetzt nach. Das holen wir jetzt nach. Ihr seid natürlich dabei. Viel Spaß bei diesem Video. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. So, einmal Deckel runter und wie gesagt, hier sehen wir schon die Leerzarge mit der Futterwanne drin und wir können hier erkennen, überall schon viele Bienen. Wir haben ja keinen Trachtflug und das sind auch teilweise Altbienen, die sich hier langweilen. Jo. Ich will mal ein bisschen weniger Rauch geben, damit ihr mehr seht. Jo. Das sieht sehr gut aus. Volk ist schön stark. Jetzt brauchen wir aber doch ein bisschen Rauch. Genau. So, die Bienen laufen nach unten. Sehr schön. Ja, hier die Wanne. Da war tatsächlich ein bisschen Bruchwachs. Komplett leer gelutscht. So. Okay. So, die obere Zarge nehmen wir mal runter. Jo, das ist der Honigraum. Die Bienen, die sterzeln. Ja, das muss aber nichts heißen, das ist völlig normal. So, da wir auch in die Brutzarge schauen wollen, nehme ich als erstes die Honigzarge runter. Und das ist immer der Tipp. Oh, die ist aber schwer. Jo. Absperrgitter ist mit dran. Wenn wir in die Brutzarge schauen, dann sollte man zunächst erstmal die Honigräume runternehmen und als allererstes ganz unten reinschauen. Das hat einige Vorteile betriebstechnischer Art. Zum Beispiel den, dass die Bienen, die Altbienen, mit der Zeit natürlich immer mehr werden in der Brutzarge. Und so verhindern wir, dass die Bienen zu aggressiv werden, wenn wir die Brutzarge als letztes dran nehmen. Ich will auch nur eine Stichprobe machen hier. Jo. Einmal ganz vorsichtig eine Zentralwabe ziehen. Jo. Ja, das ist schön. Eine schöne Brutwabe im Langstrotmaß, das gefällt mir ja immer sehr gut, das Langstrotmaß. Dunkle Biene F1. Ja, sehr schön. Sehen wir hier auch zufälligerweise die Königin. Ich will gerade mal schauen. Nö, Königin nicht zu sehen, ist auch gut, brauchen wir auch nicht finden. Ja, Brut in allen Stadien, das gefällt mir sehr, sehr gut. Super, sieht auch gut aus, ruhige Bienen. Ich stehe hier in kurzen Hosen und ja, noch sind die Bienen sanft.
Das soll es auch schon gewesen sein mit dem Ziehen einer Brutwabe hier. Brauchen wir nicht weiter stören. Jedes unnötige Stören birgt natürlich Gefahren für die Königin und jetzt auch für die Räuberei, Räubereigefahr. Wir sehen, Bienen sitzen hier überall. Sehr schön. Das ist das gute Langstrotmaß. 11 Waben, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, tatsächlich 11 Waben. Sehr schön. Hier ist alles in Ordnung. Da legen wir jetzt kurz das Absperrgitter auf. Genau. Sehr schön. Das ist die Frankenbeute. So, dann schauen wir noch mal in den Honigraum. Jo. Den können wir jetzt natürlich aufsetzen. Das ist ja klar, zur weiteren Bearbeitung. So. So, dann wollen wir hier noch mal einen Blick reinwerfen. Honig ernte ich ja nicht. Und daher bleibt der Honig bei den Bienen. Und da das Volk ja nicht allzu stark gemacht wurde, ja, sieht aber gut aus. Das sieht sehr gut aus. Gut ausgebaut. Hier sehen wir auch schön die Wabenflüchtigkeit der dunklen Biene. Ja, ist auch ein bisschen was drin. Das ist aber weniger Nektar, sondern eher Futter. Denn zur Rapstracht war das Volk ja nicht so stark, dass es hier Nektar eingetragen hat. Da können wir ruhig noch eine andere Wabe ziehen. Sehr schön. Ist ja egal welche. Ja, irgendwo hat mich da eine Biene ins Bein gestochen. Ja, das ist dann leider auch so bei kurzen Hosen. So, hier nochmal eine Wabe, ja. Das sieht gut aus, das Volk. Das kann noch stärker werden. Wird es jetzt auch. Und ja, sehr schön. Gut. Achso, das war die Wabe hier, die kam natürlich, nee, war richtig. Okay. Ja, viele Jungbienen, sodass das Volk jetzt auch anfängt zu wachsen. Es wird jetzt langsam stärker. Sehr gut. Okay, so, dann können wir hier wieder schön zumachen. Alles in Ordnung. Ja, was mir eigentlich bei der Frankenbeute nicht so gut gefällt, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, beim Ziehen der Waben, ziehen wir mal eine, diese hier nochmal, schaben die Außenträger direkt an der Auflageleiste, sowohl hinten als auch vorne. Könnt ihr das sehen? Ich ziehe die Wabe mal raus, dann kann man es vielleicht besser sehen. Also da ist nicht viel Platz. Das sind vielleicht 2 mm Platz zwischen Schenkel und Leiste. Das ist, finde ich, komisch. Das gefällt mir nicht gut. Ja, okay, hier kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Das ist 1 mm vielleicht sogar nur. Und beim Ziehen der Wabe werden hier Bienen lang geschabt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist das so werkseitig gestellt oder habe ich hier einfach die falschen Auflageleisten? Das sind nämlich diese Klebeleisten und die ragen ein ganzes Stück weit in die Zarge hinein. Oder habe ich die einfach nur falsch geklebt? Keine Ahnung. Das kommt mir sehr merkwürdig vor. Das quetscht natürlich Bienen beim Rein- und Rausziehen. Gefällt mir überhaupt nicht, weil Bienen sitzen natürlich auch hier und die Leiste, die sitzt, die ragt sehr weit in die Zarge hinein. Ja, ich glaube, hier kann man das gut sehen, wie weit die, also hier drin wäre der Abstand okay von der Beutenwand, aber diese Auflageleiste hier, das ist gar nicht gut.
Das müssen wir uns noch mal genauer anschauen. Ja, gefällt mir nicht. Vielleicht habe ich doch die falschen Leisten. Das kann natürlich sein. Ja. Ja, hier haben wir mal eine Zarge, wo noch keine Riemchen drin hingen. Hier ist es glatt. Das ist eine Ebene, aber wenn hier Gewicht drauf kommt, dann passiert dieses hier. Zack. Die Auflageleiste, die Klebeleiste, die hält nicht. Kippt nach vorne und dadurch natürlich die kippt praktisch bis zum Riemchenschenkel. Also das finde ich gar nicht gut gelöst für die Bienen. Da muss es was anderes geben. Das ist nicht gut. Ja, das ist natürlich blöd. Da müsste man sich was anderes einfallen lassen. Also das gefällt mir gar nicht, weil wenn die Leiste so ist und die Riemchen ziehen wir raus, da werden natürlich Bienen gequetscht, das ist ja klar. Das ist nicht gut. Da muss es was anderes geben. Das gefällt mir überhaupt nicht. Gut gemeint mit innenliegender Klebefolie, hält aber nicht. Das ist natürlich blöd. Ja. So, das können wir erstmal entsorgen, das brauchen wir nicht. Die Leerzarge oben, die kann gerne bleiben. Passiert ja nichts. Das ist alles gut. Da kann dann vielleicht eine weitere Futterportion mal rein. Die Bienen stürzen nicht, das ist ja alles hoch isoliert hier. Okay. Ja, meine Lieben, soweit die Durchsicht. Kurz hier beim Volk der Frankenbeute. Brut in allen Stadien ist vorhanden, auch Stifte sind vorhanden. Dem Volk, dem geht es sehr gut. Es fängt jetzt an zu wachsen, das soll ja auch so sein. Das mit den Auflageschienen, das werde ich klären. Vielleicht habe ich hier die falschen eingeklebt. Das werde ich nochmal Rücksprache halten, eventuell mit der Firma Holtermann. Das gefällt mir nämlich überhaupt nicht gut. Das ist ein Bienenschaber, den brauchen wir hier in dieser Beute gar nicht. Eventuell muss da eine andere Lösung her. Vielleicht gibt es da andere Auflageschienen, die ich nur noch nicht entdeckt habe. Das kann natürlich sein. Ja, es bleibt spannend und ich werde euch über das Ergebnis unterrichten. Tja, meine Lieben, hat euch das Video gefallen? Klickt gerne auf Daumen hoch, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es hier wieder ein neues, weiteres Video von mir gibt. Es wird schon wieder richtig schwül warm hier und ich werde jetzt weitermachen bei den Bienen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss!